Hallo, wir, das sind Paul, Sabrina, unsere Tochter und unser lieber Camper Jay, sind derzeit auf Elternzeitreise durch Südosteuropa. Aktuell sind wir in Serbien und wir wollen euch zeigen, dass das Land mehr zu bieten hat, als einfach nur innerhalb von 2 Tagen schnell durchzufahren. Beim Schneiden des Videos ist mir leider gerade aufgefallen, dass der Bildstabilisator der Kamera nicht aktiv war. Somit sind die meisten Aufnahmen leider, ja, wertlos. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Videoschauen. Die Planung hier für Serbien haben wir uns irgendwie einfacher vorgestellt. Wir haben jetzt so lange gebraucht, um eine SIM-Karte erstmal zu finden, die dann auch zu aktivieren. War auch selbst für den Kiosk irgendwie eine kleine Herausforderung. Und jetzt suchen wir den nächsten Spot, wo wir hinfahren können. Also wir sind jetzt aus Nice rausgefahren in den Osten und sind hier in so einem Naturpark, ich weiß nicht, ob es ein Nationalpark ist, und werden jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen. Hier gibt es einen größeren Fluss. Da vorne wurden wir gerade von den Einheimischen schon zu einem Art Volksfest eingeladen, wo es richtig guten Gulasch gibt, wurde mir gesagt. Also werden wir hier mal eine Runde drehen und dann dort oben vielleicht mal vorbeischauen. Die Natur in dieser Gegend ist wirklich wunderschön, nur leider sind Wanderwege in dieser Gegend Mangelware, sodass wir dann schnell wieder umdrehen Hier mussten. unten am Fluss, das ist echt ganz schön. Allerdings kann man hier nur einmal runter, sich jetzt nicht direkt aufhalten. Und es sind super viele Libellen und Fische unterwegs. Oben hatten wir gerade schon ein Auto mit einem Putin-Aufdruck gesehen, also pro Putin. Und jetzt sieht man hier auch White Nazi Power oder was das bedeuten soll. Naja, sieht man nicht so gern. Partygene. Partygene, ja. So, was gibt's jetzt, Paul, bei dir? Wir sind jetzt auf der Party hier angekommen. Auf der Ranger Number 3 Party. Und zwar ist die organisiert von den Leuten, die hier diesen Nationalpark irgendwie ein bisschen größer machen wollen, hat er gerade erklärt. Die wollen wahrscheinlich auch irgendwie so Wanderwege implementieren und lauter so ein Zeug. Und auf jeden Fall hat der hier vorne Wildschwein-Ragout gekocht mit den Wildschweinen, die er selber zu Hause irgendwie großzieht. Also im Garten, nicht zu Hause, im Haus. Und ja, das werden wir jetzt mal probieren. Finden wir mal eine Ruhe. Gegen Nachmittag wurden es immer mehr Besucher und wir waren natürlich die Hauptattraktion. Ein Besucher des Festes, welcher zeitweise mal in Deutschland lebte, bat uns unbedingt darum, mit ihm in sein Heimatdorf zu fahren. Von dessen Aussichtspunkt konnte man einen der schönsten Sonnenuntergänge erleben. Wir wurden nicht enttäuscht. Ja, it's Monday again, ja? Yeah? Okay, dann gehen wir, oder? Okay, ja. Daraufhin fuhr Alex uns mit seinem eigenen Taxi zurück zu unserem Auto und wir starteten weiter Richtung Norden. Heute gibt es endlich mal wieder Pancakes zum Frühstück. Wir haben ein bisschen Zeit, müssen waschen und beobachten das Treiben hier auf dem Stellplatz. In Serbien ist echt immer so ein krasses Kommen und Gehen nachts. Wir sind jetzt angekommen an der Vrelo-Grütze. Die ist noch ein paar Meter weiter oben, die Quelle. Die laufen wir jetzt von hier, von einem neu errichteten Restaurant, wo ich gerade den schlechtesten Kaffee auf der ganzen Reise getrunken habe. Aber das Essen wird besser. Laufen wir jetzt gleich hoch zur Quelle. This way? Oh wow. Zu Fuß ist es eigentlich gar nicht weit, wollte ich gerade sagen. Das kann man sogar mit dem Baby machen, aber Josephine, okay. Also wir haben hier gerade vor 200 Metern geparkt und das sind nur ein paar hundert Meter, bis man an der Quelle ankommt. Wie auch vorhin im Restaurant, wo wir gleich nochmal was essen werden, ist auch hier leider die Information, wie auch die Essenskarte dort, leider nur in kyrillischer Schrift. Also man kann leider nichts wirklich verstehen. So, jetzt sind wir ja angekommen an der eigentlichen Quelle des Bachs. Man sieht auch, dass hier wahrscheinlich in regenreicheren Tagen die Quelle viel größer ist und ja überall Wasser runterströmt. Aber jetzt ist es halt, ja, Hochsommer. Da kommt das Wasser auf den Boden. Oh,
Oh, das ist eine Babyquelle. Eine Babyquelle. Oh, die Hand rein. Babyquelle. Also haben wir uns jetzt noch ein gutes Essen hier gegönnt. Und fahren dann gleich weiter Richtung Belgrad. Gleich dauert noch ein bisschen, aber das ist der Plan. Also auch wenn wir hier zu Anfang leider einen sehr schlechten Kaffee bekommen haben, haben wir hier dafür dann wahrscheinlich die frischeste Forelle bekommen, die man so bekommen kann. Denn das Wasser, in der sie schwimmt, ist gerade mal 100 Meter alt. Und Salat war top. Hat alles sehr gut geschmeckt, muss man schon sagen. Ach ja, wir haben auch endlich mal, das allererste Mal auf der Reise, richtig gutes, gegrilltes Gemüse bekommen. So oft wir das auch bestellt haben, leider war es meistens irgendwie wirklich gar nichts. Und das war hier wirklich auch wirklich gut. Ja, moin aus Belgrad. Wir sind jetzt hier die Nacht schon auf so einem Parkplatz gewesen und werden jetzt mal die Stadt erkunden. Ja. Nachdem unsere Tochter dann irgendwann vom Feiern nach Hause kam, konnten wir auch endlich mit der Stadtbesichtigung beginnen. Ja, wir haben über Belgrad gelesen, dass der Name Beograd eigentlich weiße Stadt heißt und die Stadt tagsüber sehr entspannt ist. Die ganzen Tauben hier sind auch noch am Chillen. Für uns gibt es jetzt erstmal den ersten Kaffee, nachdem die Nacht nicht so erholsam war. Am Parkplatz war irgendwie mega die Action. Und ja, jetzt schauen wir mal, was die entspannte Stadt auf uns, uns zu bieten hat. Schmeckt ganz normal. Ja, wir hatten nur gerade gelesen, dass die Belgrader sich immer am Horst treffen und damit ist eben hier dieses Monument gemeint auf dem Republic Square. Und die Festung besteht aus der Oberstadt, der Unterstadt und dem Kalemegdan Park, wo wir gerade waren. Und 60 Hektar groß. Willkommen in der Festung von Belgrad. Du hast gecheatet. Wir sind jetzt am Mehmet Pascha Sokolovic Brunnen und das war das einzige Geschenk des bekannten türkischen Visiers an die Stadt Belgrad. Die Reiseführerin hat gerade gesagt, dass das jetzt die althistorische Straße ist. Skadarska. So, wir sind jetzt nun zurück am Auto. Wir haben jetzt Nachmittag, es ist ja schon sehr heiß mittlerweile. Hat uns wirklich gut gefallen, hat so ein bisschen Berlin-Flair in manchen Teilen. Aber dennoch war es jetzt genug. Wir fahren weiter zum nächsten Camp. Ui, Alter, was ist das hier für eine Brücke? Also laut Verkehrszeichen ist die Brücke nicht befahrbar, man darf nicht drüber fahren, aber Google schickt dann drüber und alle anderen fahren auch drüber. Also. Ja, wir haben es zu spät gesehen. Ja. Für uns ging es dann rund eine Stunde weiter Richtung Norden zu unserem nächsten Stellplatz. Ja, ihr seht ja mich hier wieder in der Hängematte liegen. Nach Belgrad wollen wir uns ein bisschen erholen für ein, zwei Tage. Sind hier auf einem Eco-Camp. Sehr ruhig, abgesehen von ein paar Bauarbeiten im Hintergrund. Ja, die können ein bisschen nerven. Aber so, sonst ist ja echt ruhig, ziemlich basic, aber ganz cool. Wir wollen vielleicht nochmal runter ins Dorf. Da kann man in ganz vielen Wineries ein bisschen Wein probieren. Und dann geht es für uns weiter nach Novi Sad. Soll auch eine schöne Stadt sein, zweitgrößte in Serbien mit 300.000 Einwohnern, direkt an der Donau, man kann in der Donau baden. Gleich geht's weiter irgendwo hin, mal sehen. Bye bye. Ja, wir sind jetzt in Novi Sad und haben hier ein paar Spots rausgesucht und wollen jetzt erstmal was frühstücken. Und es ist hier so ein Café direkt hinterm Marktplatz. Ganz schön viel los für Donnerstag. Ja, hier gibt es Babybeschäftigung. Guck mal, was da so drin ist. Oh, guck mal, das ist auch voll schön, die Straße. Oh ja. In Serbien gibt es überall Popcorn, salziges Popcorn. Und Big? Und Paul holt uns jetzt eine Tüte. Sorry, ich hatte den Deckel gar nicht abgemacht. Achso. Und danach geht's in den Donaupark. Ja, das war's jetzt für uns hier in Serbien. Wir haben heute den halben Tag
am Strand in Novi Sad verbracht. Das ist so ein Beach-Strandbad an der Donau. Und haben uns vormittags Novi Sad angeschaut, die zweitgrößte Stadt von Serbien. Ja, Summer-Feeling würde ich sagen. Und für uns geht es jetzt nach Ungarn. Wir sind gespannt, wie lange wir an der Grenze warten müssen. Haben uns da jetzt schon, oder haben da schon echt krasse Stories gehört. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen hoch da und gebt uns vielleicht auch ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. So, jetzt müssen wir los. Was steht da alles drauf? Haben die uns einen Strafzettel gegeben, obwohl wir bezahlt haben? Unverschämtheit. Sag nochmal, Josefine.